Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind Urlaub machen in Nizza in Frankreich. Heute haben wir uns Wir haben uns für einen Tagesausflug entschlossen. Ich weiß gar nicht, wo sind wir? Wie heißt Georges de Verdun. Verdun irgendwo. Verdun. Das ist irgend so ein See zwischen in einer Schlucht zwischen zwei Bergen. Und genau, wir werden heute den ganzen Tag hier verbringen oder den ganzen Nachmittag zumindest. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so mit sich bringt. Weil Dings bringt nichts, wenn du die Einschätzung optisch machst. Ja, Hammer. Also check dir. Hey, ihr seht ja lange. Die sind so dumm. Schub da lang, hey, was los? Nerdistinis! Wo seid ihr? Boah, schaut mal, da ist ein toter Fisch. Wir wollen dich springen sehen, wir wollen dich springen sehen. Wir wollen dich springen sehen. Allah, ayağımı yamuktu ne? Ich aşkım. Tamam. Aşkım su. Korktun mu? Hani geleyim mi? Hadi beni Brust tut be ha. Abi. Fisch war ja. Ich hab dich. Legst mal nach links. Jetzt hat er links. Das ist Kalk, ha. Das ist einfach nur Kalkstein. Na klar, dünn. Oh. Willst du da echt hochklettern, Schatz? Echt, jetzt barfuß? Hey, warte mal, ich hab die Badeschuhe. Die Badeschuhe, oder? Chill mal. Hört, wie bist du jetzt verletzt? Nein, nein, ich hab noch nicht. Hey, Ablamassakön. Alter, voll geil, ne? Du schaust jetzt aus wie Tarzan, mit der Badehose auch noch. Mach mal. Oh! Schaut, Sarah hatte die geniale Erfindung. Sie hat unsere Wasserflasche einfach hier rangebunden, damit unser Wasser abkühlt. Eins, zwei, drei. Und wie war's? Alter, war richtig. Also, es war schon hoch, ehrlich gesagt. Leute, wir sind mittlerweile wieder zurück in unserem Hotel. Wir sind fix und fertig. Ich schwör's euch, die Sonne hat uns einfach nur fertig gemacht. Es ist mittlerweile Viertel nach acht. Und genau, wir wollten eigentlich draußen was essen, aber dann dachten wir uns wieder, bis wir nach Hause kommen, uns fertig machen, was essen und so weiter und so fort. Wird es viel zu lang dauern. Wir wollen ja heute in meinen Geburtstag reinfeiern. Deswegen dachten wir uns, wir kochen zu Hause einfach schnell was entspannt und dann machen wir uns ganz gechillt fertig und gehen dann einfach nur noch raus zum Feiern bzw. um irgendwas zu trinken, oder? Was sagst du? Und genau, ich würde sagen, wir duschen jetzt alle erstmal einmal komplett und fangen auch schon so langsam nebenbei an, etwas zu kochen. Ich bin bereit, meinen Geburtstag zu feiern, du auch. Heute ist halber Geburtstag. Heute ist mein halber Geburtstag, genau. Also, nee, eigentlich habe ich hier in zweieinhalb Stunden Geburtstag. Ja, das ist fast zweieinhalb. Oder? Wie viel? Eineinhalb. 10 Uhr. Ja, sag ich doch. Eineinhalb. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall alle fertig gemacht und gehen jetzt mal wieder so Richtung Stadt und suchen uns da eine schöne Bar oder keine Ahnung. Wir schauen uns einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Guten Morgen. Jetzt bin ich 26. Also Leute, ich sag's euch, gestern habe ich nicht mehr viel aufgenommen. Wir sind eigentlich nur noch in die Stadt. Wir haben nicht mehr viel gemacht. Am Tag vorher war so viel los. Dann dachten wir, dass es gestern bestimmt auch so sein wird. Aber war es dann nicht, weil es natürlich unter der Woche war und da war jetzt nicht so viel Lust, deswegen haben wir nicht mehr so viel gemacht. Wir waren nur noch in einer Bar, haben was getrunken und ich muss sagen, wir werden echt alt, Leute, wirklich. Wir waren irgendwann so fertig, dass wir einfach nur noch nach Hause gekommen sind. Ich war so müde, ich weiß nicht, ob das die Sonne gestern gemacht hat, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren oder ob das einfach nur langsam das Alter ist. Jedenfalls waren wir fix und fertig, sind nach Hause gekommen und haben uns schlafen gelegt
Und gestern war ja nur mein Halbgeburtstag. Heute ist ja der eigentliche Tag. Ja, mal schauen, was wir alles heute machen werden. Wir wollten auf jeden Fall heute mal ein bisschen Monaco und eventuell nach Saint-Tropez, was ich jetzt nicht mehr, wo ich mir jetzt nicht mehr so sicher bin. Ich glaube, wir werden nur noch nach Monaco gehen. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal die anderen wecken. Die sind nämlich alle noch halb verschlafen. Ich bin immer so ein früher Vogel. Ich bin schon hellwach, topfit. Und ja, ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran, denn später gibt es auf jeden Fall noch Geschenke. So Leute, Frühstück ist ready, vorbereitet und zubereitet vom Geburtstagskind. Das ist mein Frühstücks-Special für euch. Ein Dankeschön. Und noch ein Geburtstagsspecial von mir. Hier kommt eine Geburtstagstorte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Ewigkeit. Happy Birthday to you. Du musst jetzt pusten. Moderne Variante. Das ist die moderne, das ist die sparsame Variante. Dankeschön. Danke. So, jetzt probieren wir mal den Geburtstagskuchen. Hakan hat den selbst gemacht. Selbst gemacht. Hast du den aus Deutschland mitgebracht? Mhm. Das? Mangiare. Und wir sind immer noch nicht in Italien. Egal, Mangiare, ich bin Italiener. So Leute, wir sind jetzt in Monaco. Wir haben uns dafür entschieden, einen Tagesausflug nach Monaco zu machen. Wir sind gerade angekommen, haben unser Auto gebracht. Halt! Geht's dir gut? Ich bin gerade voll die Randstein runtergeflogen. Hey, wollt ihr auf jeden Fall muss ich eins sagen. Hier sieht es schon richtig schick und edel aus. Also ich glaube, unser Budget reicht hier nicht mal für einen Kaffee, oder? Sag mal, Starnberger Kennzeichen, Alter. Können wir uns den Cappuccino noch leisten, oder was meinst du? Ja, müssen wir unser letzten Ding kratzen, letzten Euro aus dem Konto raus. Es sieht hier alles so übermäßig Ding aus. Alles total schick und teuer. Also ich muss schon sagen, hier komme ich mir ein bisschen underdressed vor, als wären wir so die Holzklasse. Aber ich hoffe, wir finden hier irgendwas, wo wir was trinken oder dann auch später irgendwas essen können. Und meine Geschenke habe ich immer noch nicht bekommen, also bleibt dran, gibt es dann im Anschluss. Leute, wisst ihr, was Sarah vorhin gesagt hat? Und sie hat so recht. Die Leute hier denken bestimmt, wir sind Bettler und geben uns Geld. Okay Leute, es war doch nicht der teuerste Kaffee unseres Lebens. Sie hat nur 6 Euro gekostet. Und das Wasser für 8 Euro spontan. Haben wir schon mal teureren Kaffee getrunken irgendwo? Starbucks. Ja, aber Starbucks Cappuccino. Wir haben letztens für 8 Euro Cappuccino getrunken. Echt? Ja. Im Dings? Nicky Beach. Ja, nein. So, wir haben jetzt für 3 Kaffee und 3 Wasser 35 Euro gezahlt. Es geht. Es geht, also, ja. Also schon teuer, aber was willst du jetzt machen? Alter? So, und jetzt würde ich sagen, auf zum Auto, wir hauen hier ab. Wir müssen hier weg. Also Leute, wir sind jetzt an den Yachthafen gekommen. Ich glaube, die haben irgendeine Yacht für mich gemietet, oder? Wo feiern wir heute? Da hinten, von Gaisini. Alter, schon geil. Ich wünschte mir, ich hätte auch so eine Yacht. So, jetzt gibt's Geschenke. Wieso packst du es aus? Schauen wir schon mal rein. Wieso packe ich es überhaupt aus hier? Ich muss jetzt noch was dazu sagen, du kriegst noch ein Geschenk, aber das ist nicht angekommen. Warum? Was denkst du, was du noch kriegst? Was kriegst du noch? AirPods. Das steht immer auf der Liste. Wieso hast du es nicht aufgeschrieben? Nein, keine Ahnung. Was wünschst du dir? Rocarilla Booster. Echt? Ja. So, und das ist unser Geschenk. Du auch mal Slash. Backslash. Alter, wie cool! Das stand auch auf meiner Liste. Die Liebe. Dankeschön. Alter, der Schatz. So Leute, also wir sind jetzt in einem Beachclub angekommen. Endlich, Mann. Also es ist zwar so kein heiß. Beachclub, aber es ist so ein Beachclub. Nee, ein Strandabschnitt mit Liegen und so, Restaurant. Aber schon teuer, Alter.
Wir haben jetzt für eine einzige Liege 18 Euro gezahlt und ich glaube, da ist nicht mal Getränke oder irgendwie mein Getränk oder irgendwas dabei. Ich kann ja mal fragen. Aber es schaut trotzdem cool aus. Ja. Mama, also Hakan Sama hat mir schon seit heute Morgen ein Video geschickt. Ich habe es noch gar nicht die Zeit gefunden, das anzugucken. Und jetzt, wo wir am Strand chillen, muss ich mir das jetzt auf jeden Fall mal anschauen. Was willst du von meinen Füßen? Alter. Was? Alter, wie dick ist dein Ziel? Hör mal auf. Also scheiße, ich gebe mir jetzt mal das Video hier. Hallo Ilkay. Hallo Ilkay, alles Gute zum Wurzeltag. Wie alt bist du geworden, hey? Ja, wir haben halt schon überlegt, oh Gott. 25? Wann war das jetzt wieder? 26? 94, 95. Hör auf jetzt, du blamierst uns. Ich schaue eh schon ekelhaft aus heute. Ja. Also wir wünschen dir alles, alles Liebe zum Geburtstag. Feiert so schön, aber ich glaube, die fahren heute weg. Aber ihr habt ja tolle Tage gehabt, wir haben es gesehen. Ja. Und ja, dein Geschenk bekommst du, wenn du kommst. Ich hoffe, Geschenke gibt es nicht mehr bei uns. Okay, wenn der Roboter es sagt. Wir sind nicht mehr YouTube Rich oder wie heißt das? Sind wir nicht mehr, da gibt es keine Geschenke mehr. Scheiße, da hast du jetzt aber echt verschissen. Scheiße Zeitpunkt. Nur eine Karte gibt es mehr. Also, egal. Also wir wünschen dir alles, schön, liebe Jahr. Lass es gut gehen. Gut, dass es dich gibt. Und wir schicken viele Bussis, gell? Also tschüss. Ciao. Jetzt ist Zeit für Abkühlung. Das einzig Dumme ist, hier sind die Steine so groß. Also ohne Badeschuhe tut es richtig, richtig weh. Leute, wir sind mittlerweile wieder in der Stadt. Wir haben uns frisch gemacht im Zimmer und wollten eigentlich was essen, aber die kommen einfach nicht. Die spielen gerade Pokémon Go. Hallo. Wir haben Bundesliga gefeiert. Guck mal, wie schön es gerade aussieht. Die Sonne ist am Untergehen. So schön. Jetzt gibt es Nachspeise. Das ist Tiramisu, aber wie Pudding, Alter. Richtig lecker. Nee, du Waschka Kaschkala und Tiramisu. Richtig lecker. Yes, baby girl. I'm a girl. I'm a shawn. Şunu popsa. Böyle one way the time. Cool, I wanna be keeping. Dur lan, oyunu bitiriyorum. Yok lan, bitmiyor. Leute, jetzt sind wir zum Ende gekommen. Ich schlaf jetzt. Wir sind wieder im Zimmer angekommen, haben heute meinen Geburtstag noch richtig schön ausklingen lassen. Und heute ist auch schon unser letzter Tag hier. Wir haben hier knackige 4 Tage, oder? Mhm. Verbracht. Heute ist, wie gesagt, der letzte Tag. Voll morgen geht es wieder ab nach Hause. Davor machen wir noch einen kurzen Zwischenstopp in Mailand, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann geht es, wie gesagt, ab nach Hause. Das war es jetzt auch schon mit unserem Video. Ich muss sagen, Nizza und der Urlaub an sich hat mir echt sehr gut gefallen. Ja. Danke nochmal. Danke, Sarah und Erdic. ja, es war sehr, sehr schön. Ich muss aber ein bisschen zu teuer. Ich weiß nicht, so teuer hätte ich es mir dann doch nicht vorgestellt. Also ich muss sagen, alles, was man hier hat, ohne jetzt die Türkei großartig, also ohne die Türkei jetzt gut zu reden, hätte man locker auch in der Türkei, oder? Da gibt es auch schöne Küsten, schöne Yachthäfen, leckeres Essen. Wir verstehen dort die Sprache. Naja, wie gesagt, ich hoffe, mein Geburtstagsvideo hat euch gefallen. Ihr lasst mir ein paar Daumen da. Ihr lasst Hakan für die tolle Überraschung ein paar Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in Deutschland. Bis dann. Tschüss.